Herzlich willkommen zum thematischen Screencast Synchronebeschreibung der deutschen Sprache. Heute zum Thema Prototypensemantik, sicherlich der kürzesten aller Folgen. Der Screencast ist an Studierende im Bachelorstudium adressiert. Die Folge zur Prototypensemantik ist wie folgt gegliedert. Zunächst erläutere ich an einem Beispiel das Verhältnis zwischen Kategorie und Kategorisierung als kognitiven Ordnungsmuster bzw. kognitiver Operation. In einem zweiten Schritt werfen wir einen genaueren Blick auf die Konzeption des Prototypens in der Prototypensemantik. In einem dritten Schritt widmen wir uns der Betrachtung prototypisch geordneter Begriffsstrukturen. Abgeschlossen wird die Folge durch eine Übungsaufgabe und die Angabe verwendeter Literatur. Die betreffenden Positionen können direkt aufgerufen werden. Eine Kapitelübersicht ist im Kommentarbereich zum Video verlinkt. Beschäftigt man sich mit der Bedeutung sprachlicher Zeichen, wird man innerhalb der Linguistik mit verschiedenen semiotischen semantischen Modellen konfrontiert. Eines dieser Modelle ist das der sogenannten Prototypensemantik. Die Prototypensemantik setzt auf klassischen Modellen der Beschreibung von Propositionen auf, wie sie etwa in der Merkmalsemantik beschrieben werden. Anliegen der Prototypensemantik ist es, aus dem Sprachgebrauch auf mentale Prozesse zu schließen, die einen Hinweis darauf geben, wie sprachliches Wissen im mentalen Lexikon strukturiert und kategorisiert wird. Ziel ist, diese Struktur im mentalen Lexikon adäquat zu beschreiben. Analysiert man nach der Prototypensemantik, arbeitet man auf dem Feld der kognitiven Linguistik. Beiläufig habe ich davon gesprochen, dass Wissen im mentalen Lexikon strukturiert und kategorisiert werde. Zwei der zentralen Begriffe der Prototypensemantik sind deshalb Kategorie und Kategorisierung. Unter Kategorisierung versteht man die Zuordnung beispielsweise eines Lexems hinsichtlich seiner Bedeutung zu einer Kategorie im mentalen Lexikon oder die Bildung einer Kategorie aus Vertretern, die gemeinsame Merkmale aufweisen. Mittels der Kategorisierung wird also sprachliches Wissen und dessen Struktur im mentalen Lexikon klassifiziert. Im Falle des Pinguins, das ist ein sehr beliebtes Einstiegsbeispiel, kann man diese Strukturierungsprozesse am Werk sehen, nämlich dann, wenn man mit Menschen fragt, ob der Pinguin ein Vogel oder ein Säugetier sei. Prototypensemantisch betrachtet bittet man Probanden, ein Lexem hinsichtlich seiner Bedeutung einer Kategorie Vogel oder Säugetier zuzuordnen. Abgesehen davon, dass man sich die Frage, ob man bei gutefrage.net auch auf gute Antworten hoffen darf, besser nicht ernsthaft stellen sollte, ist es freilich hinterhältiger, wenn man nach Merkmalen fragt, die die Vertreter einer Kategorie in der Regel teilen. Warum das so ist, darauf kommen wir gleich. Also, hat der Pinguin Federn oder Fell? Eine prominent gewordene und nicht ganz ernst gemeinte Fußnote aus der Magisterarbeit von Philipp Overberg, Merkmalsemantik versus Prototypensemantik aus dem Jahr 1999, sei hier im Auszug stellvertretend für eine Umfrage zitiert. Zum großen Erstaunen des Verfassers der vorliegenden Arbeit ergab eine nicht repräsentative Umfrage im Bekanntenkreis, es gibt tatsächlich Menschen, die glauben, Pinguine hätten Fell. Auf die Frage, haben Pinguine Federn, antworteten 17 mittelalte mitteleuropäische Durchschnittsmenschen mit Ja, einer mit Weiß nicht und 8 mit Nein, von denen 7 den Pinguin für pelztragend und eine tatsächlich für nackt hielt. Donnerwetter. Dem schließe ich mich an. Die Zuordnung zu einer Kategorie als Kategorisierung beruht auf Merkmalen, die die Vertreter der Kategorie teilen müssen, wobei die Relevanz der einzelnen Merkmale unterschiedlich gewichtet sein kann. Die Kategorisierungsprobleme der Probanden in beiden Fällen deuten darauf hin, dass der Pinguin als Vogel wesentliche Merkmale mit anderen Vertretern der Klasse nicht teilt oder nicht zu teilen scheint. Da wäre zum einen, er kann nicht fliegen. Das Schicksal teilt er zum Beispiel mit dem Kiwi oder dem Strauß. Da wäre zum anderen, sein Federkleid sieht nicht aus wie das anderer Vögel, seine Federn sind so klein, dass sie die Anmutung eines Fells haben. Damit sind zwei wichtige Merkmalsgruppen aufgerufen, die bei Kategorisierungsprozessen eine Rolle spielen. Welche Form hat X und welche Funktion hat X? Diese zwei grundlegenden Fragen zu Merkmalen von Vertretern einer Kategorie können beliebig ausgestaltet und fortgesetzt werden, treffen im Wesentlichen aber immer Form- und Funktionsmerkmale. Leistung der Prototypensemantik ist, dass sie klassische aristotelische Kategorisierungslehre aufbricht. Diese beruhte auf binären Merkmalen, die eine eindeutige Zuordnung eines Vertreters zu einer Kategorie erlauben. Mit anderen Worten, wäre ein Merkmal der Vertreter der Kategorie Vogel fliegen zu können, wäre der Pinguin kein Vogel. Die Prototypensemantik hingegen geht von einem Prototypen aus, der eben der prototypische Vertreter einer Kategorie ist, nicht von einem Merkmalset. Die Kategorie wird also durch den Prototypen definiert.
Nicht alle Vertreter erfüllen alle Merkmale der Kategorie, sondern sind dem Prototypen mehr oder weniger ähnlich. Man spricht dann davon, dass die Vertreter der Kategorie durch Familienähnlichkeit aufeinander bezogen sind. Auch dürfte klar sein, dass dann die Zugehörigkeit zu Kategorien eine graduelle ist. Die Ergebnisse der kleinen Umfragen, auf die ich am Beginn hingewiesen habe, zeigen diese Gradierung auf. Randständige Vertreter sind dann eigentlich kein Vogel, um am Beispiel des Pinguins zu bleiben. Sie werden mit Heckenausdrücken markiert. Eigentlich ist ein solcher Heckenausdruck. Ebenso wie Kategorien prototypisch organisiert sind, trifft dies auch auf Begriffsstrukturen zu, die aus ihnen abgeleitet werden. Entscheidend dabei ist, dass wir kognitiv auf die Basisebene einer Begriffshierarchie am schnellsten zugreifen können. Bevor wir einen Adler genau bestimmen und hoffentlich Beutegreifer und nicht mehr Raubvogel sagen, identifizieren wir ihn als Vogel, eher selten als Wirbeltier. Auch ein Stuhl ist schneller als solcher benannt, weder ordnen wir ihn spontan als Möbel ein, noch identifizieren wir ihn mit dem Namen, den ein bekanntes schwedisches Möbelhaus ihm gegeben hat. Der Zugriff auf die Basisebene ist eine jener kognitiven Operationen, die es uns im Alltag ermöglichen, auf der einen Seite Komplexität zu reduzieren und auf der anderen Seite verständlich zu kommunizieren. Begriffshierarchien und Begriffsstrukturen sind also durch prototypische Effekte geordnet. Ich darf Sie abschließend noch einmal auf die im Kommentar verlinkten Übersichten und auf die hier verwendete einführende Literatur hinweisen. Wenn Sie üben möchten, dann versuchen Sie, aus dem gegebenen Material eine Kategorie oder mehrere Kategorien mit prototypischen bzw. prototypischen Vertretern zu erschließen. Bis zur nächsten Folge.